mein Name ist Luigi Toscano. Ich bin Fotograf und Filmemacher und hier sehen Sie Porträts von Überlebenden des Holocaust, die ich auf der ganzen Welt porträtiert habe sozusagen. Wenn ich die Sache jetzt in einem Museum oder in einer Galerie ausgestellt hätte, dann hätte ich nicht diesen Effekt, den ich jetzt damit erreiche, nämlich die Menschen im öffentlichen Raum damit zu konfrontieren. Vieles wird vergessen, viele sind überfordert mit der Thematik. Ich bin so erschrocken, dass vor kurzem kam eine Studie raus, dass über die Hälfte der Jugendlichen einfach auch mit solchen Begrifflichkeiten wie Auschwitz oder Holocaust einfach nicht umgehen können. Und ich finde, das ist das Mindeste, dass wir diese Gedenkkultur oder dieses Übertragen einfach vielleicht neu ansetzen sozusagen. Und es ist einfach wichtig, weil mir hat eine jüdische Überlebende, Susan Czerniak-Spatz, hat mir einen folgenden Spruch mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, wenn man die Vergangenheit vergisst, ist man verdammt, sie zu wiederholen. Und das passiert ja auch gerade so ein wenig. Ja, wir sehen, brauchen nur auf die Wahlen zu schauen, wir brauchen nur zu schauen, was hier gerade stattfindet. Und es darf nicht sein. Ja? Die wunderbare Ausstellung, die Sie hier sehen, zeigt Gesichter von Menschen, deren Leben vor mehr als 70 Jahren geprägt wurde. Heute zeigen die tiefen Falten in diesem Gesicht nur das normale Gesicht des Alters. Was hinter den Gesichtern steht? Das werde ich Ihnen erzählen. Als Überlebende werde ich Ihnen sagen, wir alle tragen ein Schicksal mit uns, das wir unser ganzes Leben mit uns tragen müssen. Unsere Seelen sind gebrochen. Für mich ist mein Leben eine Mission geworden, nachdem ich nach 64 Jahren, in denen ich in den USA gelebt habe, im Alter von mehr als 88 Jahren wieder nach Berlin, meiner Geburtsstadt, zurückgekommen bin. Seit 2008 spreche ich hier unermüdlich Woche für Woche in Berlin, in vielen deutschen Städten, auch in der Schweiz und Belgien, im Namen aller der Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die man unschuldig umgebracht hat. Menschen haben es gemacht, weil sie ihr Opfer nicht als Menschen sahen. Aber ich sage Ihnen, Blut in meinen Adern ist dasselbe wie in den anderen aller Menschen. Es gibt kein christliches, kein jüdisches und auch kein muslimisches Blut. Es gibt nur Menschenblut. Auch wenn jemand eine andere Religion hat, eine andere Hautfarbe, wir sind alle Menschen. Menschen mit dem gleichen Blut. Ich reiche euch die Hand mit der Bitte, dass ihr die Zeitzeugen werdet, die wir nicht mehr lange sein können. Wie lange wir es noch machen können, ich weiß es nicht. Ich bin 69 Jahre alt. Wir Überlebenden sterben aus. Nun ist es eure Aufgabe, eine Zukunft dafür zu sorgen, dass so etwas nie mehr geschehen kann. Nie möchte ich, dass je ein Mensch mit dem konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Seid Menschen, auch wenn man nicht jeden Menschen lieben kann. Respektieren aber kann man jeden Menschen.
Der 9. November 1938 war ja einerseits der Punkt, an dem die Diskriminierung und Ausgrenzung umgeschlagen ist in den blanken Terror. Und die Täter sind das eine, diejenigen, die die Gotteshäuser angezündet haben, die die jüdischen Geschäfte, die Fensterscheiben eingeschlagen haben, die Judah Farecke und David Sterne an die Fassaden von Gemäuden gekritzelt, gezeichnet haben, wo jüdische Menschen gewohnt haben. Aber das viel Frappierendere ist, dass die Berlinerinnen und Berliner, zu wenige sind ihnen in den Arm gefallen. Viele standen daneben und haben gejohlt. Viele haben ihrem antisemitischen Ressentiment freien Lauf gelassen, haben Parolen gebrüllt. Und das ist das eigentlich Krasse, wenn man sich überlegt, in welcher kurzen Zeit der Firnis der Zivilisation abgeblättert ist und mit welcher Durchschlagskraft plötzlich ein großer Teil der Bevölkerung Beifall geklatscht hat. Dann, glaube ich, hat man einen Begriff davon, wo die Herausforderungen der Gegenwart liegen. Es sind nicht nur die, die im Bundestag jetzt sitzen, die sagen, der Holocaust sei ein Mythos gewesen oder die Völkisches wieder normal werden lassen wollen, sondern es ist vor allem das Problem, wenn in einem großen Teil der Gesellschaft Gleichgültigkeit herrscht und im Grunde die Erzählung akzeptiert wird, dass es Menschen erster und zweiter Klasse gebe.